Arbeit stand da, überall der Mann in der Regierung, der Mann für das Land, der Mann in der Partei, der Mann im Gesetz, der Mann, der war frei, hatte auf alles sein Recht, ein Mann hatte eine Stimme, sein Wort Gewicht, wenn ich mich recht besinne, hatte sie das nicht, es war nicht ihre Pflicht, nein, es wurde gar verweigert, jeder Versuch, was zu verändern, der scheitert, die erste Revision der Bundesverfassung, Anno 1848 spricht von Gleichheit der Rassen, nur eines bringt Verwunderung den Massen, die Frauen werden ausgeschlossen und ausgelassen, sie kann's nicht fassen, versucht sich zu wehren, aber leider ist die Lage gerade mehr als verheerend, Anno 1874 werden die Worte besiegelt, unter dem Schutz des Landes die Türen verriegelt, die neutrale Schweiz wurde der Name gewählt, es ist nicht leicht was zu finden, das ehrlich bleibt, die Fakten verschwinden, die Regierung schweigt, die neutrale Schweiz wurde der Name gewählt, es ist nicht leicht was zu finden, das ehrlich bleibt, die Fakten verschwinden, die Regierung schweigt, vielleicht zeigt der Widerstand die Zeichen der Zeit, vielleicht bleibt die linke Hand des Staates verschweißt, wer weiß, vielleicht ist nichts zu erwarten, doch gleich sie schreitet weiter und zeigt die Tat zum Beweis, und so beginnt der Streit zwischen Mann und Frau in der Schweiz, er will sie nicht lassen und sie dahin um jeden Preis, es ist nicht leicht einen Fortschritt zu erreichen, er beweist Widerstand und setzt ein Zeichen, sie wird nicht weichen, kämpft und versagt und stellt ihre Weichen, bis die Abstimmung naht, das Volk wird entscheiden, wie soll es werden, die alten Rechte bleiben, werden sich neue bewerten, das Dilemma vor Ort, die Wählerschaft des Volkes, nur Männer haben ein Wort, wie immer, laut Vorschrift, und ich glaube, ich brauch das Resultat nicht zu erwähnen, abgelehnt, fast alle Stimmen sind dagegen, nicht mit anzusehen, dieses Rechtssystem, wer soll da noch an was glauben, bitte, wer noch was verstehen, für die nächsten Jahre läuft das so hin ohne weiteres, doch dann, viva la Revolution, auf ein zweites. Die neutrale Schweiz wurde der Name gewählt, es ist nicht leicht was zu finden, das ehrlich bleibt, die Fakten verschwinden, die Regierung schweigt, die neutrale Schweiz wurde der Name gewählt, es ist nicht leicht was zu finden, das ehrlich bleibt, die Fakten verschwinden, die Regierung schweigt. 1993 hat's dann auch die Schweiz geschafft, die Frau erhält zu dieser Zeit ihre Macht, einen bleibenden Platz in der politischen Szene, mit nur einem Satz, das Recht sich zu wehren, verdammt, wir zählen fast nur 16 Jahre, anerkannte Wählerschaft der Frau, kann das noch klar gehen? Was soll ich sagen, es ist nicht zu ertragen, so viele Fragen erweitern mich, schlagen mir auf dem Magen und mir platzt bald der Kragen, wenn ich noch viel davon wahrnehme, es gibt so viele Sachen, die noch lange nicht klar stehen, verpackt in Vermarktung, dem Ziel der Kontrolle, Macht und Stolz, es spielt alles eine Rolle, Dummheit stellt der Narr ein Spiegel vor sich hin und gibt sich der Gesellschaft blind längst so hin, wie man ihn haben will, ein hartes Spiel im Kampf um sich selbst und den Augen der Gesellschaft, sag mir, welche du wählst. Die Schweiz ist eines der letzten europäischen Länder mit der Einführung des Frauenstimmrechts. Fakt ist, seit knapp 38 Jahren sei es dem weiblichen Geschlecht gegönnt, ihre Stimme zu erheben. Fuck, hab ich da irgendwas verpasst?